Jetzt endlich wird's hier sexy. Jetzt kommt nämlich die Dschungelprinzessin der Herzen zu uns und wir begrüßen sie mit ihrem Lieblingslied von Calcha Candela, das heißt Hammer. Wir begrüßen mit einem Riesenapplaus Isabel Edvardsen. Isabel, ganz weiche Hände. Ja, wie du gesagt hast, ne? Schöne Hände waschen vorher, nichts anderes anfassen. Hast du gemacht, ja? Ja, aber sicher doch. Nicht noch dem alten Wespen die Hand geschüttelt anschließend, ne? Nee. Na, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Da darf man gar nicht schütteln bei dem. Sind das deine echten Nägel, die dir im Dschungel gewachsen sind? Nein, die sind komischerweise nach dem Dschungel so extra gewachsen. Also, echt? Hast du denn so einen Schub bekommen? Ja. Das ist wahrscheinlich auch das gute Essen, ne? Ich habe ein bisschen Nachhilfe, aber ganz schnell. Ja. Super. Wer ist der Besitzer des zerkratzten Rückens? Wer ist der freudige Besitzer des zerkratzten Rückens, ja, der dazu gehört? Mein Freund natürlich. Dein Freund natürlich. Ja. Und wer noch? Nur mein Freund. Ach komm. Willst du was Freund. Trinken? Ich hätte gerne ein Glas stilles Bisschen Wasser. Bisschen Wurst? Achso. Nee, danke. Ein Glas stilles Wasser? Ja. Ich muss immer hier unten einschenken, sonst damit man das nicht sieht, was das für eine Marke ist. Ach so. Und vor allen Dingen du das nicht siehst. So, bitteschön. Dankeschön. Dann schenke ich dir auch noch mal was ein. Hier sind deine Schminksachen. Aber sicher, die brauche ich ganz dringend. Die brauchst du ja immer. Ne? Das ist ja ein Teil, so jede fünfte Minute ungefähr, dann gucke ich mich ja. War das wirklich ein Zickenkrieg? Das wurde ja in der, stand ja in meiner Lieblingszeitung Bild. Zwischen dir und der Moderatorin. Wie heißt sie nochmal, die ehemalige Pilotin? Sonja Sittow. Genau. Nein, also wir haben dem ja gar nicht gesehen. Stimmt, und die hat immer so Kommentare gemacht. Einmal pro Tag, wenn die zu uns ins Camp runterkam sozusagen, da haben wir dem getroffen, aber sonst gar nicht. Hattest du den Eindruck, dass sie ein bisschen stutenbissig ist dir gegenüber, weil du so hübsch bist? Nein, da habe ich wirklich, also da habe ich echt gar nichts gemerkt. Nein, wirklich nicht. Wir haben wirklich nur diese fünf Minuten haben wir dem gesehen, sonst gar nicht. Isabel, als du diese Wellness-Prüfung machen musstest, ja, wie sie zynischerweise hieß, ne? Ja. Das war doch wirklich eine Madendusche. Ja. Du musstest in Kakerlaken liegen. Mhm. Du musstest aus einem stinkenden Bottich, das sah aus wie Elefantensperma, musstest du rein und einen Stein rausholen. Genau. Wonach hat das gerochen? Das hat so wie, ja, so alte Käse gerochen. Wie alte Käse? Ja. Ist jetzt ja nichts ungegen, was man in Schweden wünscht, eklig, ne? Findet, ja? Nee, nicht so wirklich. Und hast du es auch im Mund bekommen und so? Nee. Gar nicht. Na, hallo. Ja, du musst doch den Mund aufmachen. Nein, ich habe es mit dem Kinn rausgeholt. Mit dem Kinn rausgeholt? Ja. Die holst du mit dem Kinn raus. Wow. Wie hast du das geschafft? Ich habe wirklich gestaunt vor dem Fernseher. Ich kenne, glaube ich, nichts davon. Ja, also, das war ja jetzt nicht körperlich schwierig oder so. Ja, aber das ist ja super eklig. Warum musst du nicht kotzen oder irgend sowas? Also. Nee, ich bin da schon ganz hart im Nehmen. Also, schon, ja? Ja, man muss so ein Ziel haben, diszipliniert bleiben, dann geht alles. Natürlich. Ja, also, ein Job in der Altenpflege, wo mal jemand vielleicht auch den Stuhl nicht halten kann, wäre für dich kein Problem. Also, natürlich nicht. Natürlich nicht. Sag mal, du bist aus Schweden und ich soll dir eine Frage stellen. Und zwar fragen sich ganz viele Leute aus meinem Freundeskreis, was heißt nochmal Handy auf Schwedisch? Mobil. Mobil? Weil die sagen was anderes. Die sagen, das heißt Ficktelefon. Was? Ja. Ach so. Ganz vergessen? Das ist bist so du schwanger wie vielleicht? Nein, du nein. Du hast vergessen, wie das heißt. Das ist ein Ficker. Aha, das ist ein Ficker? Ja, Ficker. Ficktelefon. Ist ja praktisch, das dann nur an sich dran zu haben, oder? Immer den Ficker dabei. Ach so, die Tasche. Die Tasche heißt Fick-ja. Ficker. Tasche Ficker. Ist Ficker. Ach so, und deswegen, und abgekürzt nennt man das dann Ficki, ne? Nein. Habe ich gehört. Also wie Handy? Nee, nein. Das tut man nicht. Ach so. Vielleicht deine Freunde. Siehst du, haben wir mal so eine Urban Legend aufgeklärt, ja? Das ist ja also gar nicht so. Ja. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und ja? Anschließend wolltest du uns deine privatesten, intimsten, familiärsten Details offenbaren. Habe ich recht? Du überlegst also, noch. Bis gleich.
3 Minuten. Soll ich mit deiner Leiste gleichzeitig ein bisschen schminken? Dann? Kannst du ruhig machen, ja? Würde es gerne machen. Und? Ja. Wie lange bist du jetzt mit deinem Freund schon zusammen? 4,5 Jahren. Ist wahrscheinlich auch die Luft raus so langsam, oder? Wie bitte? Ist wahrscheinlich jetzt auch so langsam die Luft raus, oder? Also, nee, würde ich nicht so sagen. Ja. Naja, ist ja meistens eigentlich so, oder? Ich meine, 4,5 Jahre, hat man sie auch hinter sich, oder? Ich meine. Also, bei dir vielleicht, also bei mir nicht. Und seid ihr so ein bisschen locker da, so auch easy going, so, ja? Also. Wie meinst du denn locker? Aber was ich mir noch fragen wollte, ist für ein, ich habe hier für einen Freund, der hatte mich gebeten, hast du einen Stift vielleicht? Ein Freund von mir hat den Playboy mir mitgegeben, ob du den vielleicht signieren könntest für ihn. Ein Freund von dir? Ja. Ja, wirklich? Ach so. Okay. Ja, ich habe ihm erzählt, dass ich sie treffe. Ja. Haben wir vielleicht einen Stift? Ah. Ja, aber du musst, glaube ich, auch ein Edding. Ja? Ja, habe ich dir hingelegt. Ach so, nee. Aber die Praktikanten klauen gerne. Es geht gleich weiter. Echt? Verkaufen wir keine. Sind die Werbeblöcke nicht mehr voll? Das wäre total toll. Nils mit IE. Ja, ja, das klingt jetzt blöd. Zufall, aber, ne? Ja. Ja. Was machst du denn später noch? Ich gehe jetzt an eine Party mit meinem Freund. Deinem Freund? Ja. Lass ihn noch mal zu Hause. Wie bitte? Ich meine, super, geil, dass ihr noch zusammen so viel unternehmt. Ja. Toll. Wollen wir noch gleich, was ist dein neues Projekt? Ne? Ach so, wir reden einfach so ein bisschen. Ja. Klar. Sicher. Also, wie schreibt man jetzt deinen Namen? N-I-E-L-S. Ist doch Schwedisch, oder? Nee, also Schwedisch ist nur N-I-L-S. Ich hätte sich gewünscht, dass du innen unterschreibst auf den Brüsten. Ach so. Wir kommen zurück. Der ist ein bisschen. 5, 4, 3, 2, 1.